In Asiste stellen wir ja des Öfteren bemerkenswerte Kinofilme vor. Wir wollen heute mal Ihnen einen Film zeigen und auch darüber reden, der ganz anders ist als die, die wir üblicherweise zeigen. Der Film heißt Blauäugig. Es geht da um einen Mann, der schon als Kind von den Nazis nur knapp dem Konzentrationslager entronnen ist, der dann später nach Argentinien gegangen ist, dort kritiklos mit der dortigen Militärjunta zusammengearbeitet hat und sich Gedanken über dieses System erst in dem Moment macht, als seine Tochter und dann später auch sein Schwiegersohn einfach verschwinden und er weiß nicht, wo sie sind. Der Film heißt Blauäugig. Götz George spielt dort die Hauptrolle. Ein Ausschnitt daraus. Was ist? Daniel und ich, wir müssen so schnell wie möglich das Daniel? Land verlassen. Was heißt Daniel? Mir ist hier. Und du musst uns dabei helfen. Komm, geh zu den Palares. Die haben ein Firmenflugzeug. Erklären die Situation. Sie werden einen Weg finden. Ist gut, ja. Daniel soll doch einen von seinen falschen Pässen benutzen. Du tust jetzt, was ich sage. Es geht hier auch um mein Leben. Und noch bin ich dein Vater. Und was wird aus meiner Karriere? Nicht nur meine Karriere, mein Leben, Papa. Wenn die das erfahren, ist doch logisch, dann bin ich erledigt. An meine Situation musst du auch mal denken. Das tue ich die ganze Zeit. Du hast jetzt Gelegenheit, etwas wieder gut zu machen. Keine Ahnung, wovon du redest. Du hast Daniel verraten. Und dass er noch lebt, das ist ein reiner Zufall. Glaub ja nicht, dass es mir leid tut. Ich hab's für Laura getan. Ich würde es wieder tun, wenn es sein müsste. Hörst du? Hast du das begriffen? Und dieses Kind da, das ist doch überall besser aufgehoben als bei so einem Terroristen. Wenn ich das Kind wäre, könnte ich auf so einen Vater verzichten. Raus mit euch! Hände über den Kopf! Der Hauptdarsteller aus Blauäugig. Guten Abend, Götz George. Nachdem ich diesen Film gesehen hatte, sind andere Leute gekommen und haben gesagt, du hast den Film gesehen. Wie fandst du denn den? Da habe ich gesagt, ich fand ihn eigentlich deprimierend. Dann haben die mich gefragt, warum bist du denn dann da reingegangen? Können Sie mir sagen, warum man sich diesen Film, obwohl er ohne Zweifel deprimierend ist, trotzdem ansehen sollte? Ich glaube, die Vokabel deprimierend ist falsch. Ergreifend würde ich sagen. Es ist ein ergreifender Film. Deprimierend hat immer etwas Abwertendes, also in unserem Sprachgebrauch. Ich finde, der Film ist einfach wichtig, weil er uns aufzeigt. Das ist nicht, das ist zwar in Argentinien gedreht worden, aber er zeigt unseren latenten Faschismus auf. Er zeigt den Konformismus auf in diesem Land, wie in Italien, wie in Europa, wie in Argentinien. Das Militär ist eben noch sehr vorhanden. Und das haben wir natürlich bei den Dreharbeiten sehr genau gespürt. Einfach, es waren zwei Militärputsch in der Zeit, das bedrückt. Und du merkst erst, wenn du in Argentinien so einen Film drehst, wie schön eigentlich Demokratie sein kann. Aber wenn es heißt, der Film betrifft unseren latenten Faschismus, was haben wir denn speziell bei uns in der Bundesrepublik mit so einem Terror, wie er da zwischen 76 und 83 ausgeübt wurde, zu tun? Nun gut, er beginnt in Deutschland, im Nazi-Deutschland. Und wir spüren ja schon wieder diese latente Entwicklung zur rechten Situation. Und da muss man warnen vor. Ich meine, nicht umsonst hat ja die totale Wut der DDR zu etwas geführt. Sie haben den Mund aufgemacht, sie haben etwas bewirkt. Und nichts anderes will eigentlich der Film sagen, man muss aus dieser Mitläufersituation aussteigen, aus diesem Konformismus. Man muss sich wehren gegen etwas. Das ist eigentlich dieser Lehrplan, ohne die Zeigefinger-Ideologie. Sondern dieser Film will ja eigentlich etwas beschreiben, den Beginn in Deutschland, das Faschistoide in Deutschland, ist eigentlich überall anzutreffen, in der ganzen Welt.
Und dieser Mensch, der da gezeigt wird, ist ein Konformist. Er ist ein Mitläufer, er wehrt sich nicht. Er wehrt sich erst in dem Moment, wo es ihm selbst dreckig geht, beziehungsweise wo es seiner eigenen Familie an den Kragen geht. Das ist das Problem überhaupt der heutigen Zeit, dass sich die Leute, der Mensch zu spät wehrt. Im Vorfeld sollte er sich wehren. Das ist, glaube ich, der eigentliche entscheidende Punkt. Er muss was unternehmen, das bezieht sich ja gar nicht auf den Faschismus an sich, sondern ich würde immer sagen, es muss sich beziehen auf die Ökologie. Auf alles in der heutigen Zeit. Der Mensch muss einfach Farbe bekennen, er muss den Zeigefinger rechtzeitig heben, bevor eben alles in Schutt und Asche fällt. Und das zeigt der Film eben, glaube ich, auf eine sehr berührende und sehr klare und ohne Schnörkel, zeigt das dieser Film auf. In Argentinien, und das zeigt auch der Film, geht es nicht um die Anfänge, dass sich das frühe Wehren, sondern da bricht die Gewalt gegen die Menschen, gegen irgendwelche Menschen, fast beliebig, tagtäglich aus. Und dieser Mensch wehrt sich dann erst ziemlich am Ende. Weil er konfrontiert wird einfach innerhalb der Familie. Er wehrt sich, weil es ihn direkt betrifft. Weil er den Kopfschuss bekommt eigentlich quasi. Hm. Er ist schon verloren, aber davor diese Vorstufe. Und er wehrt sich aber auch wiederum mit Gewalt. Es heißt aber gerade bei uns immer, egal welche Gewalt irgendwo in der Welt passiert, nehmen wir ruhig das Stichwort DDR, nur mit Gewaltlosigkeit reagieren. Bei Ihnen ist es aber so, er wehrt sich am Ende, macht sich Luft nur durch seinerseits Lynchjustiz. Das ist nicht die Heilslehre, die wir da verbreiten wollen, das ist ganz klar. Das ist ein Schluss von vielen Schlüssen sicherlich. Aber wir haben uns für diesen Schluss entschieden, weil er aus dem Bauch kommt. Weil er ein Schluss ist, den wir durchdiskutiert haben, wo wir gesagt haben, wir müssen uns ja letztendlich irgendwann einigen in einer Gruppe von 40, 50 Leuten. Und die Argentinier, wir waren ja eigentlich nur ein Zwei-Personen-Team in einem völlig fremden Land. Wir haben ja die Argentinier ungeheuer mit einbezogen in diesen Film. Es ist ja ihre Aufarbeitung der Geschichte und sie waren sehr kommunikativ und sehr hilfreich. Wir haben ja diesen Schluss diskutiert und übrig geblieben ist eben dieser Schluss und kein anderer. Oft wird im deutschen Film vorgeworfen, er sei zu seicht. Das ist der nun bestimmt nicht. Das ist ein politischer Film. Trotzdem ist er von der Kritik zumindest von Teilen der, sage ich mal, intellektuellen, in Anführungsstrichen, Kritik, ziemlich zerrissen worden. Ärgert Sie das wahnsinnig oder sagen Sie, das ist mir völlig wurscht? Nein, nun habe ich mich abgenabelt nach, ja, so, eigentlich so lange ich denken kann. Ich habe mit 20 Jahren angefangen und ich habe die Kritik eigentlich hinter mich gelassen. Ich hatte einen großen Lehrmeister, einen Heinz Hilpert, der gesagt hat, du darfst keine Kritiken lesen, weil sie dich logischerweise in irgendeiner Weise in deinem künstlerischen Schaffen irgendwie beeinträchtigen bzw. beeinflussen. Und ich stehe ein bisschen, ohne Hybrid zu sein, jetzt drüber. Ich lese sie nicht. Ich kriege natürlich davon Wind, wenn Sie so wollen. Und es ist bei diesem Film halt schade, dass sich Leute zu sehr intellektuell mit dem befassen. Es ist ein Film, der aus dem Bauch entstanden ist. Ein Film, der sicherlich was zu sagen hat. Und nun wird er so minutiös auseinandergenommen von Leuten, die sich eigentlich gar nicht mit dem Film, mit dem Thema so sehr befasst haben, habe ich manchmal das Gefühl. Und das ist eigentlich schade, aber ich finde, man sollte nicht so viel auf die Kritik geben. Wir spielen, wir inszenieren, wir schreiben Bücher, wir musizieren für das Publikum. Und so muss es bleiben. Und die Bevormundung lehne ich völlig ab durch einen einzigen Menschen, der dann sagt, dem Publikum sagt, so ist es und der Film ist schlecht und das Musikstück ist schlecht und das Buch ist schlecht. Das lehne ich grundlegend ab. Das hat mit unserer Arbeit überhaupt nichts zu tun. Wir gehen pfleglich mit einer solchen Arbeit um und ich kann diese Einmischung nicht mehr ertragen und finde das dumm. Und was viel schlimmer ist, es zerstört. Es zerstört eine Ernsthaftigkeit, die wir ja in der Literatur sehen, im Film sehen, im Theater sehen. Sie wird sukzessive zerstört und ich muss mich nicht gemein machen mit solchen Leuten und finde das schade eigentlich. Es gibt auch ein paar Ausnahmen. Götz-George, vielen Dank, dass Sie da waren und sich hier auch mal ganz anders präsentiert haben, als viele Sie sicherlich nur aus dem Fernsehen kennen. Ja, danke. Danke fürs Kommen.